Und mit diesen Rauchschwaden begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Und zwar vom Flughafen Feuerwehr, die Simulation. Rücke mit dem gesamten Löschzug aus und erlebe neue spannende Missionen in Flughafen Feuerwehr, die Simulation. Als Mitglied der Feuerwehr, der Flughafen Feuerwehr, löschte mit deinem Teamkollegen große Flugzeugbrände und kämpfst dich durch die Flammenhölle des Passagierterminals. Fahre realgetreue Feuerwehrfahrzeuge und lösche Großbrände mit den aufmontierten Löschkanonen. Bekämpfe lokale Feuer mit Feuerlöscher und Hohlstrahlrohr. Zwänge dich durch enge Lüftungsschächte und zerstöre Hindernisse, um dir den Weg in die Freiheit zu bahnen. Erstmalig in der Reihe kannst du nun auch US-amerikanische Feuerwehrfahrzeuge steuern und mit amerikanischen Teamkollegen in den Einsatz gehen. Ja, wenn man so die Musik auf den Ohren dröhnen hat und dann irgendwas vorlesen sollen, ist es gar nicht so einfach. So, und die Musik ist passend zu Ende und wir starten ein neues Spiel. Bombenexplosion. Gegenwart. John, hörst du mich? John? Komm schon, sag was. Was ist los? John, rede mit mir. Komm schon, Junge, sag was. Mike? Mike, bist du das? Ja, John, ich bin's, Mike. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu dir verloren. Bist du okay? Ich weiß nicht genau. Der Boden gab nach. Ich bin gestürzt. Es ging alles so schnell. Schon gut, John. Wir holen dich da raus. Bist du verletzt? Kannst du dich bewegen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm schon, Junge, bleib bei mir. Versuche aufzustehen und beschreibe mir, was du siehst. Oh. Sieh dich im Raum um. Benutze die Maus oder den rechten Analogstick des Controllers, um dich umzusehen. Du kannst außerdem mit der Taste F1 jederzeit die Hilfe zur Steuerung aufrufen. Boah. Ich bin hier in einem Kontrollraum für die Bandanlagen, glaube ich. Ich kann eine Tür sehen. Wir holen dich schon da raus. Kannst du dich bewegen? Können wir uns bewegen? Oh ja. Oh. Da unten. John, konzentrier dich. Da muss irgendwo ein Gebäudeplan hängen. Versuch mir zu sagen, in welchem Bereich du dich befindest. Ich versuche es. Ah. Gebäudeplan. Oh, das ist eine Atmosphäre hier. Ist das hier ein Gebäudeplan? Nein. Oh. Du musst dich beeilen. Ich muss wissen, wo genau du bist. Ja. Meint denn hier ein Gebäudeplan? Da, was ist das? Ich habe ihn gefunden. Mike, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sag mir, wo du bist. Ich bin auf Ebene 2 in Abschnitt 14. Okay, ich weiß, wo du bist. Der Bereich ist an einem Bürotrakt an. Versuch herauszufinden, wie es hinter der Tür aussieht. Hinter der Tür? Müssen wir jetzt eine Tür hier finden? Also hier war jetzt keine Tür, ne? So just for protocol. Müssen wir die Tür nehmen. Drücke E. Die Tür ist heiß. Hier komme ich nicht raus, Mike. Verstanden. Warte kurz. Ich lasse mir was einfallen. Wie will ich da rauskriegen? Beeil dich. Lange halte ich nicht mehr durch. Wir beeilen uns. Gib nicht auf. Der erste Tag, 7 Jahre zuvor. Hi, kann ich dir helfen? Ja, ich bin John. Ich fange hier heute neu an. Freut mich, John. Ich bin Chris. Kannst du mir sagen, wo ich euren Dienststellenleiter finde?
Ja klar, komm einfach mit. Ich bring dich hin. Der hat ja auch nicht. Erster Tag bei der Feuerwehr? Nein, ich habe die letzten 2 Jahre auf dem Land bei einer kleineren Dienststelle gearbeitet. Dann dürfte das hier für dich noch ein wenig ungewöhnlich bedeuten. Und wie ist er so, euer Chef? Mike ist in Ordnung. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. Der hat den Gang-Stil drauf. So, hier ist sein Büro. Wir sehen uns später. Danke, Chris. Bis später. Tschüss, Eng. Klaff, klaff. Kuckuck. Komm rein, du musst John sein. Ich habe dich schon erwartet. Alter, wer da sitzt wie so ein Psychologe. Sind Sie hier der Dienststellenleiter? Ich bin John. Ich soll mich hier heute bei Ihnen melden. Ja, da bin ich, Junge. Aber du kannst mich gerne Mike nennen. Alles klar, Mike. Ich freue mich, dass ich hier meinen Dienst beginnen kann. Freut mich ebenfalls, John. Ich werde dich zunächst dem Trupp von Chris und Alex zuteilen. Chris hast du ja bereits kennengelernt und Alex, naja, das wirst du schon sehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, pack erstmal deine Sachen in den Spind, rein in die Dienstkleidung und melde dich bei Chris. Alles klar, Mike. Bis später. Woher weiß er, dass wir Chris schon kennengelernt haben? Kann er durch Türen sehen. Er ist so ein Allwissender. So, lädt. Schon wieder. Auswegslosigkeit. Ne, Ausweglosigkeit. Gegenwart. John, bist du noch da? Jo. Komm schon, sag was. Was? Ich höre dich, Mike. Sag mir bitte, dass du einen Weg hier rausgefunden hast. Lang kann ich hier nicht mehr bleiben. Auf den Plänen des Gebäudes ist ein Lüftungsschacht verzeichnet. Oh nein. Kannst du ihn sehen? Wo soll der sein? Ich kann hier nichts sehen. Konzentrier dich, Junge. Der Schacht muss sich irgendwo in Bodennähe befinden. Vielleicht steht irgendwas davor. Du musst dich beeilen, John. Ich weiß nicht, wie lange du dort noch sicher bist. Wir haben doch hier einen Lüftungsschacht. Mike, ich hab's gefunden. Aber es ist ein Gitter davor. Sieh zu, dass du das Gitter abbekommst und da raus bist, bevor dir die Decke auf den Kopf fällt. Bin schon dabei. Verwende die Taste R. Mike, ich hab den Schacht jetzt geöffnet. Dann sieh zu, dass du da reinkommst. Ich werde dich durch den Schacht los. Folge einfach nur meinen Anweisungen. Boah, wie krass laut die Musik einfach mal ist. Drücke die Steuerungstaste. Gibt's da eine Taschenlampe? Ding! Boah. Wer irgendwelche Alien-Spiele kennt, so zum Beispiel Alien Isolation, der wird sich jetzt hier. Scheiße. Naja, gut, das ist ein Feuerwehrsimulator. Hier müsste gleich eine T-Kreuzung kommen. Siehst du was? Okay, Mike, ich seh's. Wo muss ich lang? Du musst nach links. Und dann erstmal ein Stück dem Schacht folgen. Okay, im Schacht. Nee, das ist eine Feuerwehrsimulation. Da wird. Werden keine Aliens kommen oder so. Also, jetzt gehen wir stark von aus, ne? Also. Aber nee, es sollte sowas nicht passieren. Ich hab den schon mal ein bisschen angezockt, aber. Also schon ein paar. Hier geht jetzt ein Schacht nach links weg. Wo muss ich lang? Weiter geradeaus. Dann müsste es nach einigen Metern nach rechts weitergehen. Danke. Genau, vor einigen Wochen schon mal angezockt. Und an manchen Stellen bin ich echt verzweifelt. Also. Das ist schon. John, was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Oh, hier bricht alles zusammen. Habe ich mich jetzt verjagt? Es ist nicht mehr weit. Gott, habe ich mich erschrocken. Habe ich jetzt die Abbiegung verpasst? Hier geht's jetzt nach rechts weiter. Mir oh, heul nicht rum, Junge. Noch ein kleines Stück, dann hast du es geschafft. Mach jetzt bloß nicht schlapp. Kann man da so zwischen? Oh. Ja, also an manchen Stellen ist das echt knifflig gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich bis zum Ende durchkomme. Ich habe den einen der Vorgänger mal gespielt und da war das nur das Tutorial, dann konnte man frei irgendwas machen. Und ich hoffe, dass es okay. Hier auch so ist. Ich habe das Ende erreicht. Dann sieh zu, dass du da rauskommst.
Euer Ernst jetzt? Jetzt echt? Hätte ich den da vorher schon irgendwie entladen müssen? Oh nee, jetzt geht das schon wieder los. Wie kriege ich jetzt das Ding? Kann man das nicht gegenwerfen? Wer stellt denn auch so eine scheiß Holzkiste in den Lüftungsschacht rein? Als ob ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehe und nach einer Abbiegung suche. Immerhin haben wir eine OP-Taschenlampe, also die geht nicht leer. Hat wenigstens etwas. Echt jetzt? Echt jetzt? Stimmt, wir hätten mit der Axt draufkloppen. Ah. So, jetzt haben wir schneller hier. In der ganzen Dachzeit. Dunkel. Wieder hell. Wieder hell. Wir sind marschieren. Rums. Ui. Mike, ich bin draußen. Wie geht's jetzt weiter? Du müsstest dich jetzt in einem Verwaltungstrakt befinden. Ja. Schau dich dort um. In einem der Nebenräume befindet sich eine Sanitätsstation. Versuche dorthin zu kommen. Okay, das werde ich schon finden. Eine Sanitätsstation. Während du dich bewegst, kannst du die Umschalttaste gedrückt haben und den linken Analogstick weiter nach vorne drücken, um zu rennen. Während du rennst, wird deine Ausdauer über dein Gesundheit eingeblendet, sinkt deine Ausdauer auf 0, musst du dich kurz erholen, bevor du wieder rennen kannst. Rückleertaste, um zu springen, wenn du so. Leertaste, und was war jetzt die Umschalt? Okay. Gesundheit 5. Also sind wir fast am Abnippeln. Oh, da kommt der Rauch. So, was haben wir hier? Schön. Ach. Das sieht nicht nach der Sanitätsstation aus. Da kommen wir gerade her. Was haben wir hier? Oh, ich muss erstmal um. Nein, das ist auch keine Sanitätsstation. Naja, kann man sehen, wie man will. Folterkammer. Nee, naja, Spaß. So, schauen wir mal wieder bei Batterie. Oh. Ich muss erstmal die Steuerung umgewöhnen. Wie, da brennt's. Ja, sieht auf jeden Fall echt aus. Aber ist cool gemacht schon. Also, Atmosphäre ist hier drin, auch mit dieser Musik. Na, oh, bei Arma ist das immer mit Leertaste, dass da irgendwas aktiviert wird. Da haben wir hier schon. Ach, das ist der Folterraum. Jawohl. Mike, hörst du mich? Ich bin jetzt auf der Sanitätsstation. Wie geht's jetzt weiter? Konntest du erkennen, ob der Weg hinter diesem Trakt frei ist? Negativ, Mike. Der Ausgang ist blockiert. Und dahinter steht alles in Flammen. Die Luft hier wird auch immer schlechter. Verstanden. Ich werde einen anderen Ausweg für dich finden. Chris und Alex sind auch schon auf dem Weg in deine Richtung. Versuche in der Zwischenzeit einen Verbandskasten zu finden, um deine Wunden zu versorgen. Ja, ich hoffe auch, dass sich hier etwas finden lässt. Ja, hoffentlich auch. Ach, das versperrt und alles voller Flammen. Okay. Ist ja auch so eine. Alter, das erinnert so an ein Horrorspiel hier. Alter Vater. So, wo kriegen wir jetzt hier einen Sanitätskasten her? Müssten sie. Ach ja. Mike, ich habe einen Verbandskasten gefunden. Aber die Luft hier drin wird immer schlechter. Beeil dich, ich halte hier nicht mehr lange durch. Alter, das ist so wirklich wie so ein Horrorspiel, Alter. Lädt. Ich glaube, diese vier Buchstaben werden uns nochmal lange begleiten. Lädt. Punkt, Punkt, Punkt. Brandmeldealarm. 6 Jahre zuvor. Wisst ihr eigentlich, wann wir den neuen Panther bekommen? Das würde mich auch interessieren. Die Löschperformance bei dem neuen Modell soll noch besser sein. Wir sind ja alle gleich aus. Wir aber nicht ans Steuer. Was? Wieso das denn nicht? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du dich damals mit unserem Panther festgefahren hast. Wir können ja einen Fahranfängeraufkleber auf die Rückseite kleben. Oh, wie sieht der gruselig aus? Als ob das helfen würde. Oh Gott, mit diesen Augen. Guck nicht so traurig, Chris. War doch nur ein Scherz.
Ja, ja. Mit mir könnt ihr es ja machen. Cooler Boy. Dann gebe ich dir jetzt eine Cola aus, Chris. Das ist ein Kaffee. Das mit der Cola müssen wir wohl verschieben. Achtung, Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge zu einem Brandmeldealarm. Weg! Geh doch! Menschenleben sind in Gefahr. Dann nichts wie los. Auf geht's. John, du fährst. Natürlich fahr ich. Bin auch der Einzige, der fahren kann, ja. Jetzt haben die aufgepasst. Ach, der. Sehr schön. So, Pfeiltasten, wie war das hier mit V und B? Genau. Und Licht war L. Sehr schön. Warnblinker, links, rechts, okay. Wie? So sieht also sehr realistisches Blaulicht übrigens. Sirene ist auch ganz schön... Hallo? Ganz schön leise. Oh, unsere vier Freunde wieder. Lädt. Punkt, Punkt, Punkt. Brandmeldealarm. Ach, die Fahrt dürfen wir. Kriegen wir jetzt. Map. Uiuiui. Gucken, ob ich hier mein Lenkrad angeschlossen bekomme. Das mache ich natürlich nicht in der Folge. Oh, wie krass dieses Blaulicht einfach aussieht. Guck mal, das Spiele... Das Spiel... Der Vorgänger. Zwei oder... Ja, zwei Versionen davor. Sah viel besser aus vom Blaulicht, von der Performance, vom Aussehen, alles. Nicht so übertrieben hell hier. Sah viel besser aus. Erreiche schnellstmöglich den Einsatzort, nicht Tatort. Einsatzkräfte von DLF-2 und HLF-4 melden sich umgehend bei mir am ELW-1 zur Einsatzbesprechung. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Sind wir schon unterwegs, tun wir. Machen. Da, schnell. Oh, der ist schick. Der sieht cool aus. Okay, noch gar nicht. Kuckuck. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. Oh nein. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Machen wir. Alles klar, Mike. Verstanden. Los, John, komm mit. Okay. Schnell hinterher. Was haben wir jetzt hier? Oh. Hab ich. Nimm PA, Axt und Feuerlöscher mit. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ja, ganz ruhig, Freunde. Chris, John, seid ihr soweit? Ja, alles klar. Dann hier nach. Wie wechsle ich das nochmal mit R? Ach, und ihr habt nichts Besseres zu tun hier, als rumzustehen. Oh, wir sehen die gruselig aus. Müssen wir schlafen gehen. Wo seid ihr? Da hinten. Lädt. Ja gut, also Brandmeldealarm. Immer noch. So, alle bereit? Dann mir nach. Ach, sie geht da einfach durch. Ja, Christian. Ja, er rennt jetzt auch. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ja, nix, bin noch da. Chillt, bin eh schneller wie ihr. Als ihr. Meine ich da. Oh, da ist meine Oma ja schneller. Jetzt lauf doch. Vor allem wie... Die Feuerlöscher scheinen überhaupt nicht zu wiegen. Mike, hier Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich. Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Sind schon unterwegs. Okay. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Die Feuerlöscher scheinen ja überhaupt nicht zu wiegen, wenn die hier so... Wie wechselt man das Zeug denn?
So, hier ist nix. Hier ist auch nix. Ne, Läden. Können Sie bitte das hier sofort verlassen? Huch! Wie sitzt du denn da? Guten Tag. Piep. Piep. Okay, ne. Wir sind ja in ernster Mission. Kann man hier mitfahren? Ne. Okay, hier ist nix. Hier hat jemand seine Sprite-Dose stehen. Boah, ist die groß. Alter, ist eine 2-Liter-Dose. Ey, ich denke, ich soll den Hauptgang machen. Ich konnte nichts entdecken. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen. Duty-Free-Shop gibt's da. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Ja, wäre logisch, ne? Seht ihr das? Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris, du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Machen wir. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Hier irgendwas. Alex? Chris? Hört ihr mich? Ihr scheint etwas in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Bin sofort da. So, drücke die linke Maustaste, um die PA-Maske aufzusetzen. Wähle jetzt den Feuerlöscher aus. Du kannst im Mausrad Alter, das ist ein scheiß Mülleimer. Da braucht man doch keine Maske, ist das albern. Wie sieht's aus, John? Der Brand ist gelöscht. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunden und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Guck mal, die Scheibenwischer, die Dingsgedöns hier, die scheinen überhaupt nicht zu wiegen. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Alter, wie laut das ist, einfach ist. Ja, ich bin noch da, lauft. Sushi. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Klopf, klopf. Alter, was ist das für ein krasser Sound, Mann. Guck, guck. Okay, lass mal die Späße scannen. Guck mal, die Feuerlöscher scheinen überhaupt nicht zu wiegen. Hui. Upsala. Boah, ich liebe das Geräusch. Klopf, klopf. John, du hast die Brandursache gefunden. Ich weiß. Dafür darfst du jetzt auch den Alarm abschalten. Nichts lieber als das. Quietsch. Prima, das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Ich bin jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Das. Dann ab nach Hause. Oh, Hause ist gut. Hause ist sehr schön.